Frenkel Fortzelt. Heute. Let's Play Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play mit mir und ich zeige euch ab heute den Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Ich hab's ja angedroht, dass ich ein Let's Playen werde. Und das Spiel erscheint am Dienstag erst. Allerdings habe ich schon eine Version früher bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Entwickler. Ja, damit kann ich euch das Spiel vorher schon präsentieren und ein bisschen was zeigen, ne? Das ist doch prima. Und seht ihr das da links unten? Da steht sogar mein Name. Das ist eine einzigartige Version. Das gibt's nur einmal auf der Welt. Und hurra, hurra, ich fange jetzt an. Neues Spiel, neues Glück. So, möchtest du das Tutorial spielen? Natürlich möchte ich das. Ich sage immer, ein gutes Spiel erklärt sich von selber. Deswegen lese ich nie vorher Handbuch und deswegen nehme ich das Tutorial. Das können wir ja auch als Prolog laufen lassen, ja? Und Leute, die das alles schon kennen, die können dann bei Folge 1 gleich anfangen, ja? Mit dem Let's Play. Weil ich habe ja auch die Vorgänger gespielt, deswegen kenne ich mich ja schon ein bisschen aus. ABC-Schutzsimulator war das letzte, davor war der Werksfeuerwehrsimulator und ganz davor war der erste Flughafenfeuerwehrsimulator. So, zum Glück steht hier, dass das einige Minuten dauern kann, sonst würde ich etwas nervös werden und glauben, er sei abgeraucht. Da könnt ihr in der Zwischenzeit vielleicht ein Porno gucken im Netz oder vielleicht eure kleine Schwester verprügeln, einen Pulli stricken. Man kann so viele sinnvolle Sachen tun, wenn man ein bisschen Zeit hat. Jetzt könnte es aber dann schon langsam mal losgehen, würde ich sagen. Gell? Hallo? Hallo? Du musst unser neuer Mitarbeiter sein. Sag mal, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Hast du mal auf der Wache bei Brunsdorf gearbeitet? Ist ja auch egal. Wir machen jetzt nur eben das Wichtigste im Schnelldurchgang. Alles Weitere wirst du dann später schon selber finden. So, folge mir bitte, damit wir das schnell erledigt haben. Der kann sprechen! Das letzte Mal musste ich das alles selber vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Der kann sprechen, aber läuft immer noch, als ob er ein bisschen AA in der Hose hätte und mit den Fingern ein bisschen Gichtprobleme. Das hat sich nicht geändert. Das kennen wir. Hier in der Wand findest du unsere gute alte Stechuhr. Wie du erkennen kannst, sind wir noch nicht ganz im 21. Jahrhundert angekommen. Zeitnah zum Schichtende um 8 Uhr morgens solltest du dich also immer mit deinem Fahrzeug wieder auf der Wache einfinden und kannst dann hier ausstempeln und Feierabend machen. Du hast die Möglichkeit, noch ein wenig zu bleiben, um beispielsweise dein Fahrzeug noch zu reinigen oder ein wenig Sport zu machen. Achte nur darauf, dass du nicht zu viele Überstunden machst. Das geht auf Dauer auch zu sehr auf die Gesundheit. Ich muss die Stechuhr bedienen, oder was? Also, uah, mit seinen Klubschaugen, das sieht ja ein bisschen aus wie eine Muppets-Figur, oder? Aber gut, habt ihr gesehen, er kann nicht nur sprechen, er kann sogar sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Das ist quasi ein Bauchredner. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht Sascha Grammel? Nee, der sieht anders aus. Kennt ihr Sascha Grammel? Das ist ein Bauchredner in Deutschland. Der ist ganz nett. Der ist eigentlich ganz gut drauf, finde ich. Lohnt sich, den mal anzugucken. Ah, die Küche. Uah. Ja, ihr seht, die sind wieder geklont. Das sind Zwillinge, Drillinge und Vierlinge hier. Das ist wahrscheinlich ein Inzuchtdorf. Das ist vielleicht sogar in der Nähe von Brunsdorf. Komm, ich muss im Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Ich hab dich aus dem Fenster geguckt, du Arschloch. Ich hab aus der Tür geguckt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach, er bringt mich vollkommen raus. Komm, wir gehen in die Küche. Das hier ist unsere Küche. Bei Bedarf gibt es hier Kaffeefreihaus. Dieser kann dir kurzzeitig etwas mehr Energie geben. Allerdings sollte man es damit auch nicht übertreiben. Sonst erreichst du genau den gegenteiligen Effekt. Ein paar Stunden Schlaf und regelmäßiges Fitnesstraining sind durch nichts zu ersetzen. Ja, das wurde mir schon angedroht, dass man irgendwie trainieren kann, um Fitness zu erhöhen. Und ich möchte bitte die Pizza haben. Gib sie mir sofort. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Uah, ich darf den Typen nicht verlieren. Wo ist er hin? Hallo? Da hinten rein? Ja. Ah, Mann! Hier ist dein Büroraum. In den leeren Regalen hatte dein Vorgänger immer eine Sammlung seiner Auszeichnungen stehen. Ob du das Regal auch weiterhin dafür nutzt, ist dir überlassen. Ja, nein, also ich dachte... Moin. Was geht denn da im Kreis rum, ey? Ich dachte vielleicht, das wäre in der Nähe von Brunsdorf. Brunsdorf war ein Ort in, im ABC-Schutzsimulator. Brunsdorf, so ähnlich wie Kackhausen, aber Kackhausen gab es nicht, es gab nur Brunsdorf. Und vorhin hatten wir ja schon die schöne Anspielung auf Brunsdorf und ob ich da mal gearbeitet habe. Jawohl, das habe ich. Und, wo führt er mich jetzt hin? Boah, das Gesicht des Grauens! Ich möchte immer noch wissen, wer das ist. Nicht rumtrödeln, wir haben heute noch was vor. Ja, nicht rumtrödeln, labalama. Du bist nicht mein Vater, ja? Nicht rumtrödeln, hier spielt die Musik. Der ganze stecken lassen, deine Sprüche. Ja, genau, ein Inzuchtdorf könnte das sein.
Und deswegen sehen die alle gleich aus und haben einen an der Latte oder so. Könnte ja sein, ne? Das hier ist unsere Folterkammer. Ich würde dir empfehlen, sie regelmäßig zu nutzen, damit du immer fit für deine Tätigkeit bleibst. Ich finde das ja witzig. Ich bin ja Fitnessstudio-Gänger. Aber normale Computerspieler, die wissen noch gar nicht, wie man den Hantel anhebt. Ich glaube, die wissen gar nicht, was ein Hantel ist. Das kennen wir doch von euch da draußen, gell? Ihr hockt doch immer nur vorm Rechner und baut eure Schulen in Counter-Strike nach, ihr Schweinepriesterchen da draußen. So, und wo kommen wir jetzt hin? In die Umkleide. Da riecht's vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Angeblich im So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Mann! Hier befinden wir uns in unserer Wasch- und Instandsetzungshalle. Jeder Fahrer ist für den Zustand seines Fahrzeugs zuständig. Darunter fällt die tägliche Kontrolle aller Funktionen. Und natürlich auch das Reinigen des Fahrzeugs. Aufgaben wie Fahrzeugpflege können normalerweise bequem zwischen den Einsätzen erledigt werden. Die Fahrzeugkontrolle sollte morgens immer zuerst gemacht werden, damit es im Einsatz keine bösen Überraschungen gibt. Hochdruckreiniger findest du an beiden Seiten der Halle. Bei schönem Wetter kannst du den Wagen auch draußen waschen. Achte dann allerdings darauf, dass der Schlauch nicht unendlich lang ist. So, der Schlauch ist nicht unendlich lang. Ja, das ist wie im wahren Leben. Nur bei den Vorgängern war es so, man konnte den ewig weit wegtragen. Warte, ich mach das erstmal weg hier. Man konnte das ewig weit wegtragen. Was so, ist denn mit F1 eigentlich? Wir haben heute noch was vor. Ah! Okay, da gibt es noch ein extra Tutorial im Tutorial. Was mir aufgefallen ist, ich habe Füße, ja. Das ist für Simulatoren nicht selbstverständlich. Das gab's vorher in den Vorgängern auch schon, glaube ich. Und die Charaktermodelle, die haben alle ein bisschen ein Hohlkreuz, Stock im Arsch, ja, aber... So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Dafür habe ich Beine! Zumindest, wenn ich mich bewege. Auf der Werkbank findest du alles, was du an Werkzeug benötigst. Solltest du beim Fahrzeugcheck feststellen, dass irgendetwas nicht funktioniert, kannst du dir das passende Werkzeug holen und das Fahrzeug instand setzen. Begib dich einfach mit dem Werkzeug vorne vor das Fahrzeug. Der Rest ergibt sich von selber. Fummel aber nicht aus Langeweile am Fahrzeug herum, wenn es nicht defekt ist. Das sieht der Chef gar nicht gerne. Okay, wenn du mir noch mehr Räume zeigst, dann weiß ich wieder nicht, wo was alles ist, weil ich mir das nicht merken kann. Ich bin Orientierungslegastheniker. Bei den Vorgängern konnte man auch reparieren, aber ich musste das nie, komischerweise, ja. Einmal habe ich es trotzdem gemacht, dann wurde ich dann zusammengeschissen. Aber vielleicht muss man das jetzt hier vielleicht dann doch irgendwann mal machen. Keine Ahnung. Die Fahrzeughalle... So, jetzt gehen wir da mal hoch hier. Das sieht natürlich alles wieder fast genauso aus. Wie beim ABC-Schutzsimulator auch zuletzt. Da fühlt man sich ein bisschen wie bei... und ewig grüßt das Murmeltier. Nur bei dem Film, der ist übrigens sehr gut. Da hatte der Typ wenigstens ein Ziel. Und zwar die Trollervögel. Ich weiß nicht, ob man das hier kann. Ich glaube nicht. Nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt, wo wir gerade sowieso hier vorbei müssen, wollte ich dir auch schnell den Besprechungsraum zeigen. Hier fangen wir alle unsere Schichten an, werden für den Tag auf die einzelnen Fahrzeuge zugewiesen und informiert, wenn irgendetwas Besonderes ansteht oder vorgefallen ist. Ja, da habe ich gerade einen Hubschrauber gehört oder sowas, ne? Wenn ich jetzt wieder F1 mache, was ist dann? Okay, das ist nichts Neues. Halt, bleib da! Mein Gott, ein Stress! Und weiter die Treppe hoch. Ich glaube, ich muss mir das dann nochmal in Ruhe ansehen, weil ich vor lauter Gerede habe schon wieder alles andere vergessen. Wo war denn der Fitnessraum? Scheiße. Mann, das weiß ich dann wieder nicht, wenn es drauf ankommt. Ich renne mal ein bisschen. So. Hier sind wir im Herzstück der Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen sämtliche Meldungen rein und von hier aus werden alle Einsätze koordiniert. So, also die Sprachausgabe, muss ich sagen, ist gut. Morgen. Da kann man nicht meckern. Der Sprecher, der kann was. Wenn du jetzt hier mal links aus dem Fenster Morgen. Schaust, siehst du dort unten unsere Wasserbetankungsanlage. Sorge bei den Löschfahrzeugen immer dafür, dass der Wassertank befüllt ist. Natürlich solltest du auch immer den Kraftstofftank deines Fahrzeugs im Auge behalten. Nein. Tankstellen findest du an mehreren Stellen auf dem gesamten Gelände. Es gibt auch zusätzliche Wasserbefüllungsanlagen. Alle diese Punkte werden auf der Karte angezeigt. Die Karte kannst du mit der Komma-Taste ein- und ausblenden. Mit der Plus-Minus-Taste kannst du den Kartenausschnitt verkleinern und vergrößern. Tja, habt ihr gesehen? Ich bin so schlau. Ich habe sofort die Karte aktiviert. Wie geht's?
Plus und Minus? Moin. Okay. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Das ist ja der Flughafen, der ist nachgebaut, und zwar dem Flughafen Köln-Dingsbumsenhausen. Wenn du jetzt hier rechts aus dem Fenster schaust, kannst du dort drüben unser Übungsgelände sehen. Dort kannst du jederzeit zwischen den Einsätzen selbstständig Übungen durchführen. Das ist vor allem empfehlenswert, wenn du erstmals ein neues Fahrzeug zugeteilt bekommst, um den sicheren und schnellen Umgang damit zu lernen. Ja, also genau genommen das Rollfeld, das haben sie nachgebildet, die Entwickler. Das Rollfeld, nicht den ganzen Flughafen. Das hatten wir im Interview, das ich neulich geführt habe, mit den Entwicklern. Und dem ist das nachempfunden. Also nix Brunsdorf oder Kackhausen. So, weiter mit der Führung. Ich folge meinem Führer. Ich hab's schon wieder ein bisschen im Hals. So, was haben wir denn da jetzt? Da! Die magischen Türen. Also, Jedi-Ritter-Prinzip einfach irgendwie krumm anschauen. Jedi-Kräfte einsetzen und dann schwupps geht die Tür auf. Das kann ich nämlich auch. Achtung, ich führ's euch mal vor. Aha! Der Ruheraum hier ist dir zugeteilt. Da unsere Schichten immer von morgens 8 Uhr bis zum nächsten Tag um 8 Uhr gehen, hat jeder die Möglichkeit, sich zwischendurch für insgesamt 4 Stunden hinzulegen. Kommt in der Zeit eine Alarmierung rein, heißt es, schnell in die Klamotten springen und ab zum Fahrzeug. Die noch nicht verbrauchten vollen Stunden Ruhezeit kannst du später nachholen. Ich würde dir auch dazu raten, die Ruhepausen wahrzunehmen, weil unser Job auf Dauer sonst sehr an die Substanz geht. Ja, ich wurde schon vorgewarnt, dass man irgendwie auf die Fitness gucken muss. Mal gucken. Ich wurde auch vorgewarnt, dass sowas wie Wegerecht gibt. Also wann man das Martinshorn einschalten darf und wann nicht. Und wenn man es falsch macht, gibt es Punktabzug. Die Entwickler haben gesagt, ich soll das mal im Handbuch kurz nachlesen. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich. Ich mache das per Learning by Doing mache ich das. Und ich habe ja immer so viele Zuschauer, die schreiben mir dann genau hin, was ich machen muss, wenn ich mal wieder was verbockt habe. Was ist denn das da hinten? Ein Easter Egg. Ich muss leider dem hinterher. Muss ich später mal angucken, was das ist. Was da hinten in der Ecke stand. Es soll einige Easter Eggs geben, da bin ich ja mal gespannt. So, das hier sind neue Scheiben, glaube ich, oder? Das ist so geriffelt irgendwie. Das war, glaube ich, nicht so in den Vorgängern. Das sieht ein bisschen besser aus. So ein bisschen wie, oh Gott, warte mal, wo ist er hin? Scheiße, wo ist er hin? Komm, lass aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Bla, bla, bla. Blöder Eimer. Das Vorgängerspiel, der Flughafen-Feuerwehrsimulator, der war ja so, da waren ja lauter Schwuppen an Bord. Also das sind ja nur lauter, wie soll ich es politisch korrekt formulieren? Alles nur Homosexuelle gewesen, die da rumgelaufen sind. So, sind immer gelaufen. Das ist mittlerweile schon ein bisschen besser, muss man sagen, ja. Wie gesagt, es gibt nur noch nach wie vor die Gicht und Stock im Arsch und ein bisschen in die Hose gemacht, ne? Also nicht aus dem Fenster schauen. Ja. Hier spielt die Musik. Ah, guck, da! Panther! Das ist das Flaggschiff, das will man irgendwann fahren. Das sind aber auch Riesenteile, ja? Die kommen mir schon wieder so klein vor. Wie sage ich immer, da weiß man sofort, wie sich Peter Maffay fühlen so, muss. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Ja. Wie du unschwer erkennst, ist das hier unsere Fahrzeughalle. Hier stehen sämtliche Fahrzeuge, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, gewartet oder gewaschen werden. Vom Einsatzleitfahrzeug über Tanklöschfahrzeuge bis hin zum Rosenbauer Panther ist hier alles vertreten, was für unsere Aufgaben notwendig ist. In den Regalen hinter uns findest du jederzeit aufgefüllte Feuerlöscher. Du kannst leere Feuerlöscher der Fahrzeuge jederzeit hier gegen volle austauschen. Oh Gott, soll ich mir das alles merken? Ey, schaut mal hin, das ist ganz schön gruselig. Der folgt mir dauernd mit seinen Augen. Da kriegt man ja Angst! Mann! Okay, Feuerlöscher auffüllen. Muss ich wohl dann immer machen, keine Ahnung. Okay. Haben wir es denn dann bald? Also wie gesagt, ich mache das hier als kompletten Prolog. Wer keine Lust hat, muss ich das nicht angucken, dann weil ich habe doch viele Feuerwehrleute, Zugucker, die ganzen Vorgängerspiele kennen. Mal ein bisschen schneller hier, komm. So, das war's doch schon mit unserer kleinen Führung. Ich teile dir hiermit jetzt noch das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu.
mach dich am besten zuerst ein wenig mit dem Fahrzeug, den sonstigen Steuerungen und dem Flughafengelände vertraut. Heute kannst du dann gerne jederzeit nach eigenem Ermessen Feierabend machen. So, das war's auch schon von meiner Seite. Ich mache mich dann auch mal wieder an meine Arbeit. Viel Spaß und willkommen in unserer Truppe. Ja, was heißt das jetzt? Ich kann nach gut Dünken Feierabend machen. Das heißt, ich kann mich irgendwie da ausstechen, oder was? Moment. Kann ich das oder geht das dann trotzdem automatisch? Ah, da guck an. Okay, da kann ich mich ausstechern. Okay, ich würde sagen, wir beenden diesen Prolog an dieser Stelle. Wir müssen es ja nicht unnötig rauszögern und fangen dann morgen mit der ersten richtigen Folge an. Wenn euch dieses Tutorial und diese Vorführung hier gefallen hat, dann wäre es toll, wenn ihr mir ein Like da lasst und natürlich morgen wieder zuschaltet, wenn es dann heißt, Herr Frenkel hat keine Ahnung von der Feuerwehr. Ich sag ciao, ciao, bye, bye, bis demnächst.